Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute einen Blick in die Karten für dich werfen. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie dir an und schaust selbst, ob du mit ihr in Resonanz gehst. Wenn die Antwort darauf ja ist, zeigt das einfach, dass die Legung dich gefunden hat. Meine Legungen sind auch nicht geschlechterspezifisch, aber immer aus der Sicht einer Frau gemacht, weil die meisten zu sehr Frauen sind. Sie gelten aber natürlich für jedes Geschlecht. Man kann das Geschlecht einfach auf seine Situation ummünzen. Ich werde jetzt auch direkt durchmischen. So, lala, dann starten wir los. 10 der Schwerter. Tod. Und das Ass der Stäbe. Ganz klar, hier versteckt jemand das, was wirklich ist. Jemand bekennt sich nicht zu dir. Es geht um Gefühle, die da sind, beidseitiger Natur. Das ist ganz klar. Aber auch du weißt, dass ich hier etwas tun muss. Der Mensch wirkt manchmal so, als wäre ihm alles zu viel. Es ist jemand, der sensibel ist und zu dem du einfach ein Band verspürst. Du bist gern in seiner Nähe und du merkst auch, dass der in deiner Nähe ist. Gerne, aber immer wenn es mehr wird oder wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es soweit, jetzt wird das mit uns endlich gut gehen, zieht er sich wieder zurück. Das habe ich hier ganz klar und hier muss sich etwas ändern. Auch wenn du weißt, dass der einfach so ist, dass das jemand ist, der manchmal etwas länger braucht, der erst aus sich herauskommen muss, muss ich hier etwas tun. Wer mir den Tod, so kann es nicht weitergehen, hier muss es einen Neuanfang geben. Dieser Mensch muss endlich zu dem stehen, was wirklich ist. Wir haben hier auch das Ass der Stäbe. Hier geht es nicht nur um rein Körperliches. Nein, es geht um etwas, was tiefer ist. Ihr seid einfach zusammengehörig. Ihr gehört zusammen. Und man merkt es bei den Gesprächen. Ihr merkt es, wenn ihr in der Nähe voneinander seid. Da ist eine besondere Energie im Raum. Und ihr versteht euch einfach. Du magst diesen Menschen sehr. Nur manchmal musst du auch den Kopf schütteln. Weil du zwar geduldig bist, auch wenn du es nicht gerne bist, aber du gibst niemanden, der dir am Herzen liegt, so schnell auf. Nur irgendwann wünschst du dir doch, dass sich da etwas tut. Was ist der Grund für sein Zögern, für sein in sich gekehrtes Verhalten? Ritter der Kelche. 9 der Münzen. König der Kelche. Es sind hier sehr, sehr tiefgehende Ängste. Das muss man ganz klar sagen. Hier geht es tatsächlich um Glaubenssätze und um Ängste. Bindungsangst, Angst, Gefühle zuzulassen. Dieser Mensch ist schon einmal oder sogar des Öfteren verletzt worden. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo er im Kopf immer wieder diese Gedanken hat, wenn ich zulasse, dass sie den Schlüssel zu meinem Herzen erhält,
wird sie mich verletzen. Sie wird mich enttäuschen. Das ist das, was er von dir glaubt. Und dieser Mensch hier ist empathisch. Das ist ein guter Zuhörer. Aber du weißt, da ist mehr drinnen. Du weißt und du fühlst richtig, dass mehr da ist, aber merkst, wenn der zumacht. Wie so ein Schließmechanismus. Immer wenn man zu nah hingeht, entfernt sich sein Herz wieder. Und das ist eigentlich das, was nicht nur für ihn verletzend ist und schmerzhaft, sondern es tut vor allem auch dir weh. Es ist ja nicht so, als würdest du hier irgendwie Flausen im Kopf haben, dir falsche Hoffnungen machen. In einen Menschen verliebt sein, der eigentlich nichts von dir will, dem du nur auf die Nerven gehst. Nein, das ist hier nicht der Fall. Du weißt, dass was da ist, aber es ist weit entfernt. Es ist wie ein Apfel, den man unbedingt haben möchte, der dann an einem Baum hängt. Und immer wenn man hingreift, bewegt sich dieser Apfel immer ein paar Millimeter nach oben und kommt nicht zu einem. Aber der Apfel möchte auch zu einem, nur der Baum lässt es nicht zu. Das ist hier die ideale Beschreibung dessen, was dazwischen euch ist. Und du siehst hier den Ritter der Kelche, du siehst hier diese Neun der Münzen, du siehst hier den König der Kelche. Schönheit, Edelmut, aber auch Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit wird unterdrückt. Ganz klar. Niemand, der klar kommuniziert, also kommunikativ könnte hier einiges verändert werden. Das würde dazu führen, dass alles auf den Tisch kommt. Und das ist das, was du eigentlich gern mit ihm hättest, ein ehrliches Gespräch. Was ist seine Vorstellung von euer beider Zukunft? Vier der Stäbe. Herrscher. Königin der Stäbe. Er macht sich nicht wirklich Gedanken. Er weiß, dass ihr beide Zeit miteinander verbringen werdet, aber er beschäftigt sich nicht damit, dass endlich mal die Klarheit hervorkommen muss. Ihm fehlt es wirklich an Dominanz im Sinne von, ich zeige jetzt einfach mal, was ich möchte, was wirklich in mir los ist. Und ich überrasche sie vielleicht mal, ich übernehme mal die Führung, gebe ihr einfach eine schöne Zeit. Das ist das, was hier fehlt. Und was das Problem ist, ist, dass natürlich Dominanz muss immer mit Maß und Ziel dabei sein. Aber das ist ja in einem guten Verhältnis der Fall, dass einmal der eine die Führung übernimmt, der andere. Und manchmal tut man es sozusagen zusammen. Aber das fehlt. Und du würdest es dir auch mal wünschen. Du würdest dir etwas mehr Feuer wünschen, dass dieses Feuer auch aus ihm herauskommt. Und diese Klarheit, das ist einfach das, was dir so ein bisschen fehlt. Du magst ihn, du hast Gefühle für ihn, aber möchtest einfach mehr. Das, was aktuell ist, das reicht dir nicht. Ganz klar. Irgendwie weiß er es auch, dass das, was geändert werden muss, aber er unterdrückt es eben. Er denkt, dass es sich von selbst regeln wird. Er denkt, dass er sich sozusagen irgendwie durchwurschteln kann. Dass das schon irgendwie gehen wird. Du kennst ja diese Leute, die immer sagen, ja, ich weiß, das kommt und da müsste man sich darum kümmern und vielleicht selbst einmal die Initiative ergreifen, selbst einmal etwas verändern. Aber es wird schon irgendwie gehen. Irgendwie geht's immer. Leider nicht. Und oft geht's vielleicht irgendwie, aber das ist dann irgendwie so, wie man es eigentlich nicht wollte.
Wie wird das weitergehen? Und wenn dir solche Legungen gefallen, wenn sie dir weiterhelfen, kannst du unter dem Video gerne die Benachrichtigungsglocke aktivieren, dann wirst du keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Sehr interessant. Wir haben hier den Turm, wir haben das Ass der Kelche und dann noch die Sechs der Kelche bekommen. Also hier habe ich eine gute Nachricht für dich. Das wird kippen. Das alles wird kippen. Es kommt der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und ich sehe hier tatsächlich, dass ihr beide irgendwie eine Art Gespräch habt und du mal ehrlich sagst, was dich stört und du wirklich auch ganz klar kommunizierst, dass das so nicht weitergehen kann, dass ich was verändern muss. Und er wird überrascht sein, nicht so überrascht, wie du es vielleicht denkst, aber er wird überrascht sein, weil innerlich hat er gewusst, dass dieser Tag kommt. Und damit wirst du etwas in ihm auslösen. Tatsächlich kann es auch sein, dass du nachher, nach diesem Gespräch, nachdem du das sagst, nachdem du das ansprichst, eine Zeit lang mal nichts von ihm hörst. Das liegt aber nicht daran, dass das zu viel war, dass du zu direkt warst und ihn sozusagen vergrault hast. Nein, es ist ja so, dass in ihm eine sehr emotionale Phase starten wird. Dass er sozusagen die Selbstreflexion gezwungen wird. Wieso? Weil er merken wird, dass du weg sein könntest. Und das möchte er nicht. Aber um das zu verhindern, muss er selbst reflektieren. Weil er weiß, dass noch unangenehmer als endlich aus sich herauszukommen wäre, wenn du für immer weg wärst. Wenn du plötzlich sagst, ich will endlich Resultate sehen. Weil Worte und Aufschieben, das ist alles gut und schön. Die netten Worte. Aber irgendwann will man eben auch Taten sehen. Die Taten sind das, was am Ende des Tages zählt. Jeder kann sagen, ich liebe dich. Das kann jeder sagen. Jeder auf der Welt. Aber nicht jeder kann wirklich lieben und diese Liebe auch zeigen. Weil zu lieben heißt es auch, etwas zu tun, was unangenehm ist, einmal sich selbst hinten anzustellen und etwas für die Harmonie zu tun, die zwischen den Menschen herrschen sollte. Wenn dieser Kipppunkt erreicht ist und diese emotionale Phase sozusagen gestartet ist, brauchst du dir auch gar nicht großartig Sorgen machen. Du brauchst nicht die Angst haben, dass du den jetzt verlierst, auch wenn du die Angst haben wirst und die Sorgen dir machen wirst, auch wenn ich das jetzt sage, das kann man leider nicht so leicht ausschalten, aber ich sage es trotzdem. Und dann wirst du was merken. Dann wirst du merken, dass er ernst an dich herantreten wird und dann tatsächlich ein offenes Gespräch mit dir abhalten wird. Und da wird er dir mal sagen, wie es wirklich in ihm aussieht. Es wird dich überraschen, aber du wirst ihn dafür lieben. Weil es ist ganz klar, er braucht nicht alleine mit dem allen klarzukommen. Du stehst ihm bei. Und wenn du ihm beistehst, wird er erkennen, dass man zu zweit oftmals mehr erreichen und mehr schaffen kann als alleine. Wenn er das sieht, wird er auch dich unterstützen, wenn es dir mal schlecht geht. Weil bei diesen Menschen hier, muss ich dir auch ganz klar sagen, da fehlt nicht viel. Das mag zwar etwas zermürbend sein zeitweise, aber es fehlt trotzdem nicht viel. Wenn du hier die Initiative mal ergreifst, und das ist das, was ich dir auch sagen kann, wenn das passiert, wirst du
etwas in ihm auslösen, was überfällig ist. Und was ich dann hier auch noch in Zukunft sehe, ist tatsächlich etwas, was in Richtung entweder tatsächlich gemeinsame Familie geht. Das könnte natürlich sein, dass ihr zusammen eine gründet, könnte aber auch einfach sein, dass ihr beide eure Familien zusammenbringt. Das heißt, dass sich die in Zukunft gut verstehen werden. Könnte auch heißen, gemeinsames Wohnen. Also das könnte entweder alles sein, was ich jetzt gesagt habe, oder zumindest eine Sache oder zwei Sachen davon, also ein gemeinsames Wohnen, dass ihr wirklich zusammen wohnt im selben Haushalt und sehr viel Zeit zusammen verbringt. Und ich sehe hier wirklich eine schöne Zukunft. Ich sehe hier eine bodenständige, liebevolle Zukunft. Und es wird hier auch manchmal Feuer geben, es wird hier auch manchmal Abenteuer geben, aber hier ist eher die Bodenständigkeit im Fokus. Das heißt, ich kann dir ganz klar sagen, hier geht es nicht um einen Menschen, der den ganzen Tag energiegeladen herumspringt, mit dem du jeden Tag irgendwie einen Ausflug machen wirst, der jedes Wochenende da irgendwie unterwegs sein muss. Das ist wirklich ein jemand, der eigentlich bodenständig ist. Loyal und ganz klar, du musst hier manchmal etwas die Führung übernehmen. Das kann ich dir auch sagen. Auch wenn der das vielleicht in Zukunft manchmal tun wird, wirst du es auch tun müssen. Der braucht manchmal einfach diesen Schubser. Der braucht manchmal einfach dieses Aktivieren. Dass du sozusagen einen Knopf drückst, der ihm dabei hilft, in die Gänge zu kommen. Was ist das eigentlich zwischen euch? Sieben der Stäbe, neun der Schwerter, vier der Münzen. Ich sehe, dass es aktuell nicht da ist, wo es sein sollte. Das heißt, das, was ich dir jetzt gesagt habe, was in Zukunft sein wird, ist jetzt noch nicht da. Hier muss etwas getan werden. Also hier muss man in die Gänge kommen, weil von selbst wird sich hier nichts tun, das muss ich dir ganz klar sagen. Hier wird tatsächlich auch wichtig sein, dass du mal die Initiative ergreifst. Überleg dir einfach, wann es sich für dich richtig anfühlt, wann du bereit dafür bist, aber wenn du hier nichts tust, von selbst wird er nicht in die Gänge kommen. Also hier bist wirklich du gefragt. Hier ist wirklich gefragt, dass du ein Gespräch mit ihm führst. Das heißt nicht, dass du ihm jetzt hinterherrennen musst, dass du ihm jetzt jeden Tag 100 Nachrichten schreibst. Nein, darum geht es nicht. Sondern einfach, wenn der Moment passt, die Wahrheit sprichst. Und das dann einfach mal sacken und einwirken lässt. Das war jetzt auch die Legung. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.